Hallo YouTube Schanz, ganz schön heute mit einem neuen Video. Und zwar in wenigen Wochen wird es soweit sein. Und zwar die Season 7 steht bereits vor der Tür. Und die ersten Hinweise. Holy moly, Tag der offenen Tür heute hier in Tilted Towers. Hier geht auf jeden Fall die Post ab. Die ersten Hinweise zur neuen Season, beziehungsweise was uns zum Weihnachtsupdate erwarten könnte, sind jetzt bereits eventuell schon im Spiel aufgetaucht, Freunde. Und vielleicht sogar eine neue kommende Schneekarte. Wie diese aussehen könnte, das alles werde ich euch in diesem Video zeigen. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein kostenloses Abo da, seid schlau. Nicht so wie dieser Paul Berger, der sich hier die ganze Zeit eine halbe Stunde lang versteckt, aber ich ihn trotzdem gehört habe. Nämlich, die Ohrschützer sind da. Dann ist es gestern passiert und zwar, der Jagdtruppen-Skin ist jetzt endlich im Spiel verfügbar. Den Skin, den man sich über mehrere Wochen durch Herausforderungen freispielen kann. Und er ist ja quasi gestern fulminant auf der Karte gelandet. Ich habe euch ja gestern quasi seinen Fallschirm eingeblendet, wie er dann hier überhaupt auf die Fortnite-Karte gekommen ist. Und dieser Skin wird auch die nächste Storyline in Fortnite beginnen. Das Besondere hierbei ist, er hat ein exklusives Backbling und bei diesem Backbling handelt es sich um ein interaktives Rückenaccessoire, welches quasi eure Live-Kills mitzählt. Und viele werden es jetzt wahrscheinlich gesehen haben, und zwar zweistellig zählt er das Ganze mit, aber was passiert, wenn ich theoretisch über 100 Kills mache mit dem Rucksack? Und hier kommt die kleine Fun-Fact-Auflösung. Und zwar, wenn ihr mit dem Backbling über 100 Kills macht, Freunde, bleibt der Live-Kill-Counter bei 100 Kills stehen. Also jetzt nicht sonderlich spektakulär, aber trotzdem, dass ihr es auf jeden Fall mal wisst. Und wer macht... Junge! Hallo, hallo, hallo! Boah, 12 Sch... Ja, Grüße gehen raus. Schade, das wäre ein easy Double-Kill gewesen. Die hat mir hier ordentlich gesneakt. Ich würde mal sagen, Loot is on fleek, Rift to go, here we go, Freunde. Tilted Towers wird aufgeräumt, der Bürgermeister ist wieder in der Luft unterwegs. Und da haben wir schon unser erstes Ziel. Okay, Ehre genommen. Muss los. Komme. Digga, er hat mich richtig verarscht, ne? Ja, ich liebe diese immer rüberspringen. Und hier ist er. Meine Lieblingswaffe, das schwere Sturmgewehr. Ich hoffe, dass wir hier heute einige dicke Headshots sehen. Und da hat sich auf jeden Fall auch einer versteckt. Ich habe jetzt eine sehr gute Taktik, Leute, wie man das schwere Sturmgewehr spielt. Das ist fast eine unschlagbare... Oh! Schlecht von mir. Ich spiel das Ganze immer zu offensiv, Bruder. Ich hätte da theoretisch kurz eine Mauer placen müssen, aber... Mann, was ist hier los mit mir? Dann ist die grüne Variante des Roboter-Skins aufgetaucht. Und zwar, wir haben ja gestern den Jagdtruppen-Skin in einer roten Fassung bekommen. Ach, muss los. Gerade erzähle ich noch, wie geil die Waffe ist und jetzt treffe ich nicht einen Schuss, aber... Hä? Oh, diese... Ohne Spaß, diese... Oh, ihr glaubt nicht, was das Gefühl... in mir auslöst, wenn ich diese 91 oder 92er Headshots treffe, ne? Wo ist denn jetzt der Typ hin? Der hat doch gerade einer geschossen. Aha, versteckt er sich da drinne. Pass mal auf. So, Überraschungsangriff. Ach, scheiße, wir sind zu tief geflogen. Boah, das war gemein gewesen. Du bist ein richtig gemeiner Bube. Hä, wo ist der? Hä? Oh, Freunde, Junge, Junge, Junge. Der war auch, hat auch gut gespielt. Hat auch nochmal ordentlich Ramazamba gemacht und mich hier ein bisschen zum Schwitzen gelandet. Und ich werde euch jetzt mal auch die exklusive Spitzhacke einblenden, die quasi passend eigentlich zum neuen Aim-Skin kommen sollte. Aha. Wer sind wir denn da? Wo willst du denn hin? Jo. Der will hier in meinen Port of Fort rein. Ich glaube, das war sogar ein Galaxy-Skin gewesen. Kann mir mal jemand erklären, wo der auf einmal herkam? Der ist so unten hingeflogen. Oh, hier kommt noch einer. Alter Schwede.
Der hat mich richtig lau gehauen, mit 2 AP überlebt. Ich würde mal sagen, das ist wie Weihnachten und Ostern. Diese 92er. Headshots schmecken mir am liebsten. Dicken Loot haben wir hier natürlich auch. Das ist der 10-Kill-Starter in Tilted Towers. Ohne Probleme. Der grüne Aim-Skin, ich werde euch das Ganze mal hier einblenden, und die dazugehörige Spitzhacke. Die Spitzhacke wird es eventuell bald im Item-Shop geben. Die hat man zumindest jetzt in den Datenfiles gefunden, und hierbei handelt es sich wirklich um, finde ich ein bisschen schade, dass man die irgendwie nicht hinzugefügt hat zu diesen, zu diesen Jagdtruppenskin. Eventuell wird es dahingehend auch vielleicht neue Challenges geben, aber laut Datenfiles wird es das Ganze im Itemshop geben. Und hier lag irgendwo noch Dingsbums, ein Slurpee, aber ich weiß nicht wo genau. Irgendwo hier, Bruder. Da ist er. Siehst du, gutes Gedächtnis, gutes Auge. Da kann man das auf jeden Fall auch später dann mitnehmen. Und ich weiß nicht, ob die grüne Variante auch eventuell in den Shop kommen sollte, aber diese grüne Variante wurde im Demo-Ordner gefunden. Eventuell... Ach, muss los. Eventuell hat es sich auch einfach nur um eine Testversion gehandelt, die quasi nie in Fortnite veröffentlicht wird. Da kann man dazu weiß man aber leider auch keine Information. Dann haben sich ja sehr viele Leute gewünscht, beziehungsweise nicht gewünscht, gibt es bei diesen Jagdtruppenskin eine Besonderheit. Und zwar hat dieser Eisbeine und Frostgelenke. Und das lässt darauf schließen, was wir in den nächsten Wochen erwarten werden. Und zwar werden wir vielleicht eine... Boah, so schlecht von mir auch gespielt, aber der Typ, der war irgendwie richtig überfordert gewesen. Der hat gar nicht durchgesehen. Werden wir vielleicht sogar eine Schneekarte erhalten? Und hier gibt es ein sehr interessantes Konzeptbild, was die Karte wirklich nochmal so komplett verändert hat. Sieht extrem cool aus, Freunde. Das ist das Gefährliche an der Waffe. Jetzt wird gepusht, Freunde, und hier haben wir den Freekill. Okay. Zack. Da bringt auch deine Falle nichts mehr. Da oben war auch noch einer gewesen, der hat sich hier ein ordentliches Tower-Gebäude gebaut. Also ich denke mal... Okay, er springt einfach runter. Grüße gehen raus. Er hat mich gesehen, er hat gar keinen Bock mehr auf die Runde gehabt. Ja, ja. Wenn es so ist, dann ist es so. Und dieser Jagdtruppenskin durch diese Frostschuhe und diese Frostgelenke, Freunde, glaube ich wirklich, dass wir in Zukunft... Weil wir, guck mal, wir haben Wüstengebiet, wir haben normales Gebiet, es fehlt einfach nur noch Wintergebiet. Und in der Vergangenheit wurde jetzt ja auch auf einigen Bergen bereits schon Schnee gesichtet. Schnee fällt quasi auch beim Wikingerdorf, da gibt es auch schon Schnee. Glaube ich, dass wir wirklich ein extra Schneegebiet mit der Season 7 erhalten werden, was ja auch quasi parallel zum Weihnachts-Event stattfindet. Und ich glaube, die Season 7 wird auf jeden Fall richtig dicke werden. Mit einer neuen Story, die wir dann auch zusätzlich bekommen werden. Oh, ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Ich wollte sagen, ich höre hier eben jemanden mit einem Dingsgleiter rumfliegen. Ach schon. Oh, der baut schnell. Der hat auf jeden Fall schnell die Luke zugemacht, als ich hier auf ihn geschossen habe. Aber nicht schnell genug. Weil ich bin nämlich Lucky Luke, der schnelle Schießer. Dann können wir damit rechnen, dass in den nächsten kommenden Updates eventuell entweder das Bunkersystem ausgebaut wird, beziehungsweise das Bunkersystem können wir auch damit rechnen, dass wir dazu neue Sachen mit der Season 7 erhalten werden. Und dass vielleicht eventuell in diesem Forschungslabor wird sich auch dieser neue Roboter-Skin zurückziehen. Weiß man nicht genau. Einige Leute gehen auch davon aus, dass jetzt Flash Factory komplett umgebaut wird und dass wir da quasi ein neues Quartier von diesen Robotern erhalten werden oder eine neue Fabrik entstehen wird. Müssen wir abwarten, Freunde, auf das nächste Update, was uns dahingehend auch natürlich mit den Loading-Screens erzählen wird, was dieser Jagdtruppenskin überhaupt hier in Fortnite will, beziehungsweise was seine Mission hier ist. Das werden wir wahrscheinlich aus den nächsten Loading-Screens definitiv herausfinden. Wundert mich, dass hier gerade so ein bisschen Ruhe herrscht. Ich gucke nämlich jetzt immer, ob hier noch einige Leute dann mit Dings reinfliegen, mit Gleiter.
Da ist auch keiner gerade unterwegs, ne? Aber Zone wird kleiner, also ich denke mal, die müssen sich auf jeden Fall hier ein bisschen Gummi geben. Da denke ich mal, wird der ein oder andere Paulberger gleich noch reinfliegen. Ach, siehste. Wenn man von Teufel spricht. Guck mal, den werde ich jetzt locker flockig, Freunde. Abfangen. Ah. Okay, so soll das jetzt natürlich nicht sein, aber easy. Ah, er hat leider nicht viel Leben gehabt. Das ist halt wirklich das Gefährliche. Du gibst mit der Waffe einen Hit und theoretisch der zweite Hit mit der Pumpgun ist dann quasi schon das ganze Geschehen. Oh, vor mir ist noch einer. Aber die sind noch nicht in der Zone drin, ne? Die müssen wir mal schnell holen. Zwei Hits. Easy. Oh! Gute Fights hier direkt um der Ecke. Können wir uns einige Free Kills holen. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh mein Gott, hier sind gerade so viele Leute. Da müssen wir aber zügig weg hier. Tränke haben wir zum Glück noch genug. Sollte reichen, wenn wir uns gleich alle holen. Ja, das ist halt immer das Gefährliche bei diesen, durch diese Gleiter. Die Leute, sobald die Schüsse hören, die fliegen direkt los. Da hast du teilweise noch nicht mal mehr Zeit, sich Tränke reinzudrücken. Ich finde, die sollten irgendwie noch was Neues reinbringen, was eventuell 10 Schild oder so instant gibt. Das wäre echt eine coole Sache. Würde ich extrem feiern oder halt in einer Sekunde. Was halt noch ein bisschen schneller ist als die Mini-Tränke. Okay, links fliegt einer und da links müsste auch noch einer auf die Dings sein, auf den Treppen. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Hier sind so viele Paulberger. Jungs, hier bin ich! Oh, zwei Leute kämpfen hier auch. Baumangriff. Wichtige 80er Schaden hier ausgeteilt. Der hat jetzt erstmal das Rudern bekommen. Oh, nochmal einen schönen 46er. Boah, das Gute ist gerade, die sind alle lowlife und ich schieße die alle an und krieg keinen Kill. Aber ich muss jetzt hier auch ein bisschen clever vorgehen. Weil da rechts oben, glaube ich, auf dem Berg war auch noch einer gewesen. Einer ist abgehauen. Wir hauen beide ab. Hier sind schon die nächsten Fights hier links. Alter, was ist das hier gerade für ein Endgame? Aber wir können gleich noch ordentlich die Post abgehen. Wir könnten mal wirklich noch eine 20er holen. Okay, ich bin schlecht geflogen. Oh mein Gott, von hinten auch noch einer. Okay, wir müssen das ganze Geschehen mal hier auflösen. Da schießen zu viele Leute von außerhalb auf mich. Und vor mir ist auch noch einer. Der wird jetzt hier in die Stadt reingehen. Warte mal ab. Überraschungsangriff. Hello. Oh Gott, zwei Leute hier. Ach du Scheiße, tot. Oh mein Gott, Ehre genommen! Okay, hier kommt noch einer, jetzt bin ich tot. Das meine ich mit den reaktiven Gleitern, die kommen. Die kommen von überall. Oh mein Gott, da ist auch einer. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Oh, ich bin so weak, ne? Warum placed er die Falle nicht? Muss los, Digga. Muss richtig los. Haut rein, Leute, haut rein.